Eurovideo. Dayadelic Entertainment. Hallo Freunde! Herzlich willkommen zu dem wahrscheinlich schönsten Spiel der Welt. Oh, die Musik ist toll, die Grafik ist toll, das Menü überwältigt mich, liebe Freunde. Ihr wisst ja, ich bin leicht zu beeindrucken. Aber ich finde es wunderschön. Ich habe keine Ahnung, was das hier wird. Es wird auf jeden Fall was zum Nachdenken sein. Eventuell ein Wimmelbild oder ein Adventure. Ihr wisst ja, was Dayadelic so macht. Ich habe ja schon einiges Let's Played. Und ich muss es einfach kurz ansprechen. Schaut mal. In den Haaren unseres Freundes hier, unseres kleinen Höhlenmenschen, da wohnt jemand. Der hat Augen in den Haaren. Da wohnt jemand drin. Das ist ganz schön gruselig. Wobei, er sieht glücklich aus, obwohl da jemand in seinen Haaren wohnt. Freunde, wir legen los mit Let's Play Fire. Ich freue mich. Oh. Ja, hallo? Es geht los. In unserem Camp. Wir haben Zelte. Ziemlich cool. Wir sind keine Höhlenmenschen, sondern Zeltmenschen. Hallo. Feuer. Juhu. Oh. Zeit zum Schlafen. Oh. Oh, das Feuer ist ausgegangen. Und jetzt haben sie uns rausgeworfen. Och nö, nicht weinen. Hallo? Ist jemand da? Ich kann momentan noch nichts machen. Ein Apfel. Da kommen wir nicht hin. Außerdem wartet da eine Schlange, das ist nicht gut. Okay, so alles, was wir anklicken können, da wird der Cursor gelb. Okay. Nach links können wir gehen. Okay, was haben wir hier? Tastatur und Leertaste. Wenn ich die Leertaste mache, kommt hier an dem Tor so eine Gestalt. Und was noch? Mausrad. Achso. Das macht dasselbe. Also Mausrad oder Leertaste sehen wir hier diese Symbole. Wahrscheinlich hat das was. Ja, genau. Wo dieses Symbol ist, das können wir angucken. Oder berühren. Oder. Aua! Hey! Oh. Also, ihr seht schon. Ey. Cool. Ihr seht schon. Es ist wie immer. Schmeißt die Knochen da hoch. Oh! Hey! Wie? Jack hat die Knochen wieder ausverdaut. Hihi. Okay. Da kann er nur ziehen. Das ist also eine Knochennatter. Gut, dann Leertaste. Was haben wir hier? Ach, den Apfel, ja klar. Gehen wir mal erstmal weiter. Also dieses Lied hat keine. Lied? Dieses Spiel hat keine Konversation, wie ihr seht. Was ist denn das? Eieiei. Unser Kopf kann aufklappen. Schaut mal, da sitzt auch, wenn man den Kopf aufgeklappt sieht, sitzen da auch die Augen drin. Das sieht aus wie eine Toilettenspülung, wenn ihr mich fragt. Hier im Kaktus wohnt auch jemand. Okay, aber weiter können wir jetzt erstmal nicht.
Perfekt. Wirf das mal. Oh. Dran setzen. Zusammenbauen. Okay, wir können nur eins von beiden tragen. Hui! Das ist aber böse. Aber okay, die Schlange wollte uns ja auch nicht zum Apfel lassen. Juhu! Hm? Yummy! Jäger und Sammler, liebe Freunde. Oh! What the fuck? Okay. Ein Glühwürmchen ist noch da. Ein Glühwurm. Jui. Yam, yam. Blunga. Okay, wir brauchen also Yam, yam und Blunga. Hui. Hallo. Blunga. Aber wie kommen wir zum Würmchen? So nicht. Okay. Das Ganze heißt übrigens Fire. Habt ihr ja schon im Intro im Menü gesehen. Kriegen wir nochmal einen Knochen? Oh. Okay. Er ist also jetzt sauer, nicht mehr traurig. Okay, hier ist gar nichts mehr. Und hier, Blunga. Ja, so wird es nichts, Kumpel. Aha. Eine Treppe. Ach so. Okay. Er braucht also einen geraden Weg. Er kann nicht klettern oder springen. Schon besser. Jetzt aber. Hey! Ach so. Ein Portal? Ankh-Burga 1. Aha. Yay! Wir sind im nächsten Level. Oder der nächsten Welt. Oder was auch immer. Und diese Musik, Freunde. Ich bin verliebt. Glühwurm. Großes, ekliges, schlafendes Blubber-Dings da. Okay. Ich fange mal gerne im ersten Bild an. Hä? Was macht er denn jetzt? Sieht alles aus, als wären das hier Zähne. Aha. Okay, was haben wir hier? Was ist denn das nun wieder? Gehirn. Sniarp.
Hä? Ah! Okay, versuchen wir es mal so. Du darfst wieder hier runterkommen, junger Mann. Wir brauchen unbedingt einen Namen für diesen lustigen kleinen Höhlenmenschen. Weil einen Namen gab es damals noch nicht, habe ich mir sagen lassen. Wir gehen da echt rein. Ui. Jetzt hat er das Ding eingeatmet. Jetzt haben wir hier einen Schrumpfkopf dabei. Was haben wir hier? Okay. Muss ich das verstehen? Guck mal, da vorne tut sich was. Ah, mit seinen Zehen. Das Ding hat einen Goldzahn. Okay. Also gehen wir. Mit seinen Zehen tut sich was. Hier im Durchgang, wenn das Bild rüberrutscht, sieht man's. Jetzt sind wahrscheinlich wieder alle zu, oder? Nee. Was ist denn jetzt passiert? War dieser Bobbel da vorher auch schon? Dieser Pickel? Ich würde den Höhlenmenschen gerne Steini nennen. Nennen wir ihn doch Steini. So, jetzt ist die linke Klaue oben und die ganz rechte Klaue. Die Frage ist nur, was uns das bringt. Da kann man irgendwie dran ziehen. Oh, Lunga. Okay. Ach so, man kann insgesamt nur einen einzigen hochheben. Seltsam. Tja, ich bin ein wenig überfragt. Ganz schön knifflig. Vielleicht müssen wir die Nase aktivieren und diesen Schrumpfkopf reinwerfen oder sowas. Gar nicht so einfach. Im Baum pennt auch irgendwas, rechts im Bild. Unter diesem Baum schläft ein Katzendings. Ach, das ist der Schwanz von dem Monster. Okay, hier sind dann so Steinschuppen, wie es ein Drache hat. Ist sowas wie ein Drache, glaube ich. Nur ohne Flügel. Ah, natürlich, ein Dinosaurier wird es sein. Blöde Frage, natürlich. Was war denn das jetzt da hinten? Hier hat sich gerade... Oh, was getan, wollte ich sagen. Da ist nochmal so eins. Aber wir kommen nicht mehr ran. Oh. Menno. Okay, also hier hebt sich der Schwanz. Dem Ding fehlt ganz schön viel. Hier oben fehlt auch eine Zacke. Ein paar Zähne fehlen. Ah, das ist gar kein Pickel, das ist die Nase. Verdammt. Jetzt lass uns mal unseren Schrumpfkopf in die Nase werfen. Vielleicht hilft das dem Glühwürmchen irgendwie. Dem Glühwurm. So, in die Nase. Jetzt können wir nicht nach rechts. Macht Sinn. Tja, wie lösen wir das mit dem Schwanz jetzt? Der muss hochgeklappt werden, aber wir können ihn nur oben hochklappen. Wobei ich ehrlich sagen muss, wenn wir jetzt nicht jedes einzelne Blunga bekommen, es würde uns nicht umbringen, glaube ich, oder? Was meint ihr? Schreibt's mir in die Kommis. Aber wir möchten natürlich auch weiterkommen. Und wenn wir da mal einen Blunga liegen lassen müssen, ist es ja nicht so schlimm.
Dafür habt ihr Abwechslung und wir hängen nicht ewig am gleichen Blungar fest. So. Jetzt hat sich was getan. Ja. Ich verstehe, wir müssen zu diesem Blungar, denn wir brauchen das zweite von diesen Rolldingern, von diesen Schrumpfköpfen. Mir ist immer noch nicht klar, was es mit den Zehen hier soll. Ich weiß es nicht, aber... Aber... Oh! Er kommt nicht ran. Okay, er kommt nicht ran. Da würde an die hier erst recht nicht rankommen. Nee. An die hier vielleicht? Nee. Ich glaube, das ist der nach draußen Pfeil, ja. Hey, vielleicht an die allererste. Moment. Geh noch mal raus. Ja! Haha! Lunga! Oder so. Steini ist schlau, Freunde. Stimmt, wir haben das Blunga ja schon. Wir brauchen nur noch den ollen Schrumpfkopf. So, dann können wir wieder hier ziehen. Das ist ja cool. So. Reinwerfen. Und ab nach drinnen. Das ist ein ganz schön braver Dino. Der lässt alles mit sich machen. Yay! Das Glühwürmchen wurde verdaut. Was passt ihm jetzt daran nicht? Alles okay, Kumpel? Das muss jetzt ja irgendwo wieder rauskommen. Aha, ich weiß auch wo. Mund ist offen, dann kommen wir hoch. Also dieses Tier verdaut eindeutig durch die Schuppen. Durch die Rückenschuppen. Da kommt was zu essen raus. Also was Verdautes. Dachte ich. Hallo, ein Würmchen? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich sehr verwirrt. Freunde, wo ist jetzt das Glühwürmchen? Müssen wir doch noch mal reingehen. Nein, da ist es! Hey, Glühwürmchen! Wie kommt das jetzt hierher? Yay! Die nächste Welt! Onk Boga 2. Freunde, ich mache hier mal einen Cut. Bald geht's weiter mit Fire. Mir macht's einen riesen Spaß. Es ist echt cool gemacht. Ich glaube aber, irgendwann wird uns die Musik ein wenig nerven. Aber noch ist es nicht so weit. Im Zweifel kann man sie auch ausschalten. Aber noch ist es nicht so weit. Ich danke euch fürs Reinklicken. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin.